Klassik, Krimi und Komödie bieten wir heute Abend herzlich willkommen dazu. Die Sowjetunion und Polen waren die Stationen von Marcel Pravis abenteuerlicher Reise auf den Spuren des Boris Godunow, nun in FS1. Dieser Ausflug in die oft blutrünstige Geschichte Russlands ermöglicht auch ein Wiederhören mit einer der faszinierendsten Sängerpersönlichkeiten unseres Jahrhunderts, Fjodor Schaljapin. Nach den religiösen Visionen haben Sie dann ab 21.20 Uhr Gelegenheit, dieses Meisterwerk Modest Mussorgskis in einer Aufführung aus dem Kirov-Theater Leningrad mitzuerleben. Nun zu FS2, wo jetzt erstmals Kommissar Szymanski alias Götz George in einem deutsch-deutschen Tatort-Krimi gemeinsam mit den Kollegen von Polizeiruf 110 im ehemaligen Ost-Berlin auf Verbrecherjagd geht. Sagt der Dame guten Tag, lautet die Aufforderung geplagter Eltern an ihren Sohn, der am weiblichen Geschlecht nicht interessiert scheint. Die überraschenden Folgen schildert eine köstliche Teenager-Komödie mit Rémy Laurent, dem jugendlichen Star aus dem Kinohit »Her mit den kleinen Engländerinnen«. Um 23.15 Uhr gerät die Cobra-Mannschaft an eine gefährliche Tankstelle und um Mitternacht meldet sich nochmals der aktuelle Sport. So viel zu den folgenden Sendungen. Guten Abend.